Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Viele haben eben diesen Schmuggelware, dieser Petal Pass genannt und nicht Level 100 und haben eben diese Waffe noch nicht da, diese Switchblade. Und die war am Anfang auch wirklich sehr schlecht, die Waffe, muss man sagen. Und sie wurde eben, so wie die SWAT eben besser gemacht, wurde eben auch die Switchblade, eben der Schaden wahrscheinlich eben erhöht. Und das will ich euch heute mit euch heute austesten. Ich habe die Waffe eben jetzt nach diesem Waffenpatch nie wieder gespielt. Und sie war halt, ja, vom Schaden her wirklich schon sehr schlecht. Man hat wirklich so 8 Kugeln treffen müssen, dass ein Gegner gestorben ist. Und ja, dann schauen wir mal, wie das heute so geht. Punkteserie nehmen wir halt, ja, erreichen wir. Also mein Ziel ist es wieder halt, Einsatzteam zu erreichen. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Suchen wir ein Team Deathmatch. Ja, wir joinen nach, aber das ist kein Problem. Auch Icebreaker, eine sehr große Map für die Waffe. Oh, nice, es beginnt gerade. Oh, ich wollte eigentlich den Crash nehmen. Der Crash, so. Lobby, ja, sieht wieder mal ganz okay eigentlich aus. Wenn wir durch die Mitte gehen. Oh, das ist eine 4-Mann-Party. Oh, doch nicht so gut. Gehen wir wieder durch die Mitte. Das ist, glaube ich, besser für uns. Mit einer MP. Kommen wir von hinten. Okay, die Mid spawnt hier. Dann ist hier ein Gegner. Oh. Mir kommt vor. Also der Rückstoß wurde eben verbessert. Der ist nicht mehr so extrem, der Rückstoß. Der ist jetzt gut handelbar. Ich weiß nicht, ob ich hier hingehen soll. Sterbe ich meistens auch immer. Ja, logisch. Hier kommt einer. Ja. Ach, mit Suchermine. Okay, wir stehen 5-0. Wir haben jetzt gleich, nee. Ach, ich hau ab. Oh mein Gott. Zeitpunkt ist tot. Ich glaube, ich bin tot, oder? Drohne in der Luft und startet Überwachung. Okay, dann kann man noch mal rausgehen hier. Auch die Metall. Da ist noch jemand. Drohnenzeit bei 50%. Okay. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist keine Waffe für Fernkampf. Ich gehe durchs Wasser. Ich komme nicht von hinten. Der Sanitäter wurde entsorgt. Oh, meine Teammates gehen aber richtig ab auch. Ich glaube, ich habe wirklich keine schlechten Teammates. Scharfschützen-Nest-Einsatz. Ja, Scharfschützen-Nest mit Teammates. Nee, dann hier. Okay, wieder runter. Wir stehen 8-0. Ach ne, hey, wir bekommen den Kill nicht, warum? Okay, hier runter. So, wir haben auch Scharfschützen-Nest. Das sind 5 Punkte vor Einsatzteam. Ja, Einsatzteam haben wir. Nice. Ein Abschuss. Also ich glaube, die Waffe ist auch vom Rückstoß verbessert worden.
sie einen Scharfschützenhubschrauber hinzurück. Ja, ich bin tot jetzt. Oder? Komm. Ah. Okay, wo sind die restlichen Gegner? Spawnen? Ich spawne noch hier. Okay, ich hau mal ab. Ziel erledigt. Spawnen die noch hier? Ich glaube nicht. Waren jetzt die letzten. Ja. Ah, hier darf ich nicht challengen. Nee, hier gehe ich nicht lang. Okay, das Einsatzteam ist, glaube ich, schon weg. Das Sturmpaket ist da. Oh. Nee, ich sterbe jetzt nicht von denen. Ich sterbe von einem Spezialisten. Ach, er steht 8 zu 11. Wow. Und Stolpermine. Stolpermine entschärft. Ja, Hund. Ja. Da kann man leider nichts machen. Jetzt haben die Noobs ihre Spezialisten. Anders bekommen sie halt keine Kills. Wir werden eigentlich, theoretisch wären wir noch, also wenn es keine Spezialisten geben wird, auch noch nicht tot oder so. Aber jetzt natürlich spielen sie mit Titan. Jetzt muss die Firma am Party zeigen, was sie können. Mit Spezialisten und Titan. Ja, also die haben alle keinen Movement. Wie kann man denn eigentlich als Vier-Mann-Party in Team Deathmatch verlieren? Wie schlecht sind sie denn? Okay, komm. Komm raus. Und sie, das Geilste, es sind noch die Camp noch. Komm, ich check. Ach, hinten ist noch jemand gewesen. Sie stehen fast negativ. Wie schlecht sind die? Na, jetzt haben sie wieder. Ist der oben? Ja. Oh, ich hau ab. Hey, hier ist noch jemand. Feindliche Vorräte unterwegs. Hab ich? Den haben wir schön abgestaubt. So, Munition. Ach, schon wieder werden wir von dieser Scheiße da erfasst. Also ich glaube, Fazit, der Schaden wurde erhöht und der Rückstoß wurde auf jeden Fall weniger gemacht. Glaube ich. Okay, hinter mir. Das Team, glaube ich. Nomad eliminiert. Ja. 33-4. Das geht besser. Also von den Kills her. Ich glaube, ich mache noch eine Runde danach. Okay. Dann mache ich hier kurz einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, nächster Tag, neues Glück. Ja, wo Lobbys waren, wo eben nur Streaks oben waren. Und dann schauen wir mal, wie es heute so ist. Halt still, das halt gleich. Er hat gewusst, dass ich hier bin. Er aimt ab. Was machen die schon wieder? Die campen schon wieder. So, schön, den haben wir. Drohne haben wir schon mal. Haben wir ganz knapp. Ich glaube, hier kommt noch jemand. Den haben wir auch. Gehen wir hier lang. Komm, Teammate. Oh mein Gott, ich glaube, er hat den Annihilator. Da hau ich ganz schnell ab. Das sind nämlich 35 Punkte vor Streaks. So, den Heli haben wir mal, dann gehe ich hier mal rein. Okay, hier ist keiner. Hier.
Ja, den haben wir. Dann hauen wir mal ab hier. Achtung, feindlicher Taktik-Einstiegsmarker ist aktiv. Gehen wir mal außen herum. Oh, hier ist der Taktik-Einstieg, jawohl. Ich mach den mal hin. Oh, jetzt habe ich Einsatzteam. Nice. Dann haben wir es doch geschafft, Einsatzteam. Hier ist noch jemand. Hey, ist auf! Wie viele Taktik-Einstiege sind denn hier? Okay, aber wir haben unser Ziel erreicht. Lobby hat sich trotzdem noch zu den Guten gewendet. Muss ich sagen. Und ja. So, den haben wir, easy. Jetzt geht's auch ab. Jetzt habe ich auch Aim endlich. Da campt natürlich wieder einer, das ist immer so. Campen muss man. Das gehört dem Team Deathmatch dazu. Okay. Jawohl. Na, SS-Team haut wenigstens auch rein, Mann, nochmal. Hier? Ja. Oh mein Gott, SS-Team. Nee, ich sterbe, ja. Klar. Ich werde reicher, bis du mal gesagt. Steine am Finger, als wäre ich ein Bergungsteam. Schmuck ist im Strahlen wie Tschernobyl. Meine Tour ist jemand, wenn wir ein Schwergebiet. Ja, es bringt doch nichts, wenn wir jetzt noch einmal ein Einsatzteam schaffen, weil bis ich das schaffe, dann... Das heißt, ich hab Geld und werd nie wieder arm. Die Tasche von Gucci ist zu groß. Verstellst du für Fragen, die Tasche ist rot. Einfach unter bis 27er hab ich gespielt, aber das war schon, wenigstens haben wir gewonnen. So Leute, nach der Runde kurzes Fazit zu dieser Waffe. Sie wurde, glaube ich, zumindest besser gemacht, eben vom Schaden her und auch vom Rückstoß her, also dass der Rückstoß nicht mehr so krass ist. Und ich finde auch, diese Waffe ist jetzt auch spielbar und wir können sie jetzt auch spielen, weil wirklich vor dem Update, also wirklich, also wo ich sie auf eben auf Diamant, eben auf Gold gemacht habe, da war sie wirklich, sehr schlimm. War sie wirklich auch sehr schwierig zum Spielen. Sie haben jetzt auch irgendwie das Movement Spin, finde ich, ein bisschen besser gemacht, also dass man irgendwie schneller mit der Waffe herumlaufen kann. Und ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao.